eines der ältesten Adelsgeschlechter Europas, das Haus Sachsen-Coburg. Seine Wurzeln reichen zurück bis ins Mittelalter. Die Ahnherren regierten als sächsische Kurfürsten und Coburger Herzöge. Im 19. Jahrhundert werden sie zur bedeutendsten Dynastie ihrer Zeit, begründen die Königshäuser von Belgien und Bulgarien, herrschen in England und Portugal und heiraten ein in die Paläste von ganz Europa. Keine Dynastie war je weiter verzweigt. Kaum ein Königshaus ist heute nicht mit ihnen verwandt. Den Coburgern, der wohl europäischsten Familie des Kontinents. Ich schwöre, die Unabhängigkeit des Landes zu erhalten und die Unversehrtheit des Staatsgebietes zu wahren. Am 21. Juli 2013 feiert Belgien sein neues Königspaar, Philipp und Mathilde. Seit mehr als 180 Jahren stellen die Coburger den König der Belgier. Diese Unterscheidung zwischen König von Belgien und König der Belgier ist sehr wichtig, weil er ein demokratischer König ist, der seine Macht den Belgiern verdankt. Jeder neue König legt vor den Vertretern des Volkes einen Eid ab. Das ist so, als würde man jedes Mal einen neuen Vertrag schließen zwischen der Familie Sachsen-Coburg und dem belgischen Volk. Als siebter König der Belgier folgt Philipp seinem Vater Albert auf den Thron. Er ist ein zurückhaltender König. Nicht so ein jovialer Typ wie sein Vater, dem der Kontakt mit der Bevölkerung leicht fiel. Philipp ist sofort in seine Königsrolle geschlüpft und hat die Aufgaben des Staatschefs mit Überzeugung wahrgenommen. Schon in seiner Antrittsrede betonte er, dass er ganz genau um die Befindlichkeiten im Norden und Süden des Landes weiß. Er will und wird die Regionen respektieren. Die Einheit des Landes ist Chefsache, eine große Aufgabe für die neue Nummer 1. Drei Bevölkerungsgruppen, politisch, kulturell und sprachlich zersplittert, gilt es zusammenzuhalten. Die niederländisch sprechenden Flamen im Norden, die frankophonen Wallonen im Süden und eine deutschsprachige Minderheit. Der Separatismus gewinnt an Boden und es geht um Geld. Die wohlhabenden Flamen wollen nicht mehr zahlen für die ärmeren Wallonen. Multikulti hat in Belgien Tradition. Doch nicht immer gibt es dafür Zustimmung. Kann die Monarchie hier ausgleichen? Gilt sie doch als besonders weltoffen. Das kleine Belgien ist weltweit gesehen schon recht speziell. Wir haben doppelt so viele Botschafter in Brüssel wie in Berlin. Denn hier sitzen die NATO und zahlreiche europäische Institutionen. Wir haben 50.000 Diplomaten in Brüssel. Viele Verbindungen werden über das Umfeld und die Person unseres Königs geknüpft. Die Geschichte des Königshauses ist wie die Geschichte des Landes, ein Spiegel europäischer Politik. Auch deshalb gerät Belgien ins Fadenkreuz islamistischer Terroristen, die dem Westen den Kampf ansagen. Meine Damen und Herren, wir haben zusammen schwere Prüfungen durchgestanden. Am 22. März 2016 erschüttern Explosionen die Stadt. Ich will Sie ermutigen, all das zu stärken, was zum Zusammenhalt und zur Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft beiträgt. 32 Tote und über 300 Verletzte sind die traurige Bilanz der Anschläge von Brüssel.
Die Suche nach Einheit bei aller Verschiedenheit ist die Antriebsfeder für die meisten in unserem Land. Der Tag hat Belgien verändert. Der König appelliert an den Zusammenhalt. Die Königin und ich erleben täglich ihr vorzügliches berufliches oder freiwilliges Engagement in unserem Land. Den gleichen Elan braucht heute auch das europäische Projekt. Seine Worte haben symbolische Kraft. Seit seinem Amtsantritt hat er mehrfach Lobreden auf die Europäische Union gehalten. Er sagt Ja zum Festhalten an Belgien, aber einem Belgien innerhalb der Europäischen Union, die er für essentiell hält. König Philipp ist wirklich ein überzeugter Europäer. Er hat einmal gesagt, ich fühle mich als Europäer, in meinen Genen und in meinem Blut. Es ist eben eine europäische Dynastie, die ihre Wurzeln im oberfränkischen Coburg hat. Seit dem 16. Jahrhundert die Residenzstadt der Herzöge von Sachsen-Coburg. Heute Heimat für 40.000 Menschen und Reiseziel für Kulturliebhaber und Royalromantiker. Denn dieses komische kleine Herzogtum mitten im Nirgendwo, wie es in England gerne heißt, hat eine faszinierende Geschichte. Die Bauliebe der Coburger ist so legendär wie kostspielig. Ende des 18. Jahrhunderts droht der Familie der finanzielle Ruin. Herzog Franz Friedrich Anton bringen die Schuldenberge buchstäblich ins Grab. Er kann es drehen und wenden, wie er will. Die Zinslast ist erdrückend, die Tilgung unmöglich. Reich ist der Herzog nur an Kindern. Zunächst droht ihm die siebenköpfige Schar, sämtliche Haare vom Kopf zu fressen. Doch dann wird sie zum Schlüssel des Coburger Erfolgs. Herzog Franz Friedrich Anton war ja berühmt-berüchtigt, dass er auf gut Deutsch auch pleite war. Er musste sich ja sogar hier von einem Coburger Finanzier finanzieren lassen. Und da kam eben der Aufruf vom russischen Hofe, dass für den Enkel von Katharina eine passende Partie gesucht wird. Und kurzerhand hat man sich dann hier in Coburg entschieden, mit drei Töchtern nach Russland zu fahren. Eine bezaubernder als die andere. Die Wahl fällt auf Juliane. Frisch mit dem mächtigen russischen Zarenhaus liiert, machen sich die Coburger auf den Weg zu neuer Größe. Es setzen nun ständige Geldflüsse aus Russland ein. Zum anderen war es aber auch eine europäische Rückversicherung für das kleine deutsche Fürstentum, das von den Umwälzungen der Zeit, der Französischen Revolution, Napoleons natürlich in seinem Bestand bedroht war. Also eine Bestandsgarantie, denn mit dem mächtigen russischen Kaiserhaus verwandt zu sein, war auf jeden Fall in so gefährlichen Zeiten außerordentlich wertvoll und auch beruhigend. London im Juni 1814. Der Kontinent befreit sich von Napoleon. Die Gegner feiern seine Abdankung. Im Gefolge des russischen Zaren Prinz Leopold. Der jüngste Sohn des Coburger Herzogs Franz Friedrich Anton. Es fiel das Prestige des Siegers über Napoleon auch auf ihn, wenngleich er natürlich mit diesem Sieg relativ wenig bis gar nichts zu tun hatte, was die militärischen Leistungen angeht. Mit seiner eleganten Erscheinung sorgt Leopold in London für Aufsehen. Vor allem bei der britischen Thronfolgerin Charlotte. Königliche Hoheit, es ist mir eine Freude, Ihre Bekanntschaft zu machen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Der Coburger Prinz ist die perfekte Partie. Sein kleines Herzogtum macht niemandem den Rang streitig. Genau der Richtige für den europäischen Frieden und das Gleichgewicht der Mächte. Und das Beste daran? Er gefällt Charlotte.
Sie heiraten und sie lieben sich. Zur damaligen Zeit waren Königshochzeiten in seltensten Fällen Liebeshochzeiten. Aber hier spürt man die gegenseitige Anziehung. Charlotte ist eine Kindfrau. Sie braucht einen Mann, der auf sie aufpasst. Und Leopold gefällt sich in der Rolle des Beschützers. Das passt perfekt. Charlotte ist so verliebt, dass sie sagt, wenn ich Königin bin, wird er nicht Prinzgemahl, sondern König. Aber das Glück währt nicht lange. Im November 1817, 1,5 Jahre nach der Hochzeit, erleidet Charlotte eine Totgeburt und stirbt. Ihr Tod stürzt Leopold und das Land in tiefe Trauer. Leopold schreibt: 2 Generationen dahin, im gleichen Augenblick. Meine Charlotte hat das Land verlassen. Es hat sie verloren. Sie war eine gute, bewundernswerte Frau. Niemand kannte Charlotte besser als ich. Es war gewiss meine Pflicht, ihre Persönlichkeit zu kennen, aber es war vor allem meine Erfüllung. An jenem Tag, als Charlotte stirbt, verliert Leopold alles. Seine Frau, sein Kind, die Aussicht auf die Krone und ein Königreich. Und doch führt das Schicksal ihn zum Königtum in Belgien. In der belgischen Revolution 1830 haben sich Flandern und die Wallonie erfolgreich gegen die niederländische Vorherrschaft erhoben. Gemeinsam gründen sie einen Staat. Wir waren umgeben von Königreichen. Auch wenn wir vielleicht zur Gründung einer Republik tendierten, hätten wir keine Chance gehabt. Also suchten wir nach einem guten König. Wir klopften an viele Türen, aber wir kamen zu keinem Kompromiss. Schließlich konnten wir uns auf einen netten Gentleman einigen aus dem deutschen Geschlecht Sachsen-Coburg, der zu haben war. Wir konnten ihn überzeugen und ja, es war eine gute Wahl. Am Strand von De Panne geht Leopold am 17. Juli 1831 an Land. Sein neues Königreich. 4 Tage später wird der Coburger Prinz in einer schlichten Zeremonie vereidigt. Als erster König der Belgier. Er musste diese Verfassung beschwören in einem Dialog mit dem Volk. Und erst als er die Verfassung ohne Einschränkung angenommen hatte, ist dann sozusagen ein monarchisches Symbol auf die Bühne gezaubert worden durch einen eigenartigen Trick. Ich schwöre, die Verfassung und die Gesetze des belgischen Volkes zu beachten, die Unabhängigkeit des Landes zu erhalten und die Unversehrtheit der Staatsgebiete zu wahren. Kein Prunk und keine Krone. Trickreich wird lediglich ein Thron ins Spiel gebracht. Symbole königlicher Herrlichkeit haben nichts verloren in der parlamentarischen Monarchie des Bürgerkönigtums, wie es die Belgier wollen. In Belgien ist das Bürgerkönigtum sozusagen bis heute, seit 1831, ununterbrochen politisch vorherrschend. Und auch ein glaubwürdiges Konzept, das die Coburger auf dem belgischen Thron glaubwürdig verkörpert haben. Pater Patriae, Vater des Vaterlandes, nennen die Belgier ihren ersten König. Dank seiner Verbindungen und seines diplomatischen Talents kann Leopold einiges bewirken. Für Belgien und für die Dynastie. Er wird zum Architekten des Coburger Aufstiegs. Seinen Neffen Ferdinand vermittelt er an die Königin von Portugal. Als Fernando II. Schwingt er dort das Zepter. Leopolds Schwester heiratet den Herzog von Kent. Aus dieser Ehe stammt die legendäre Queen Victoria, die über das britische Empire herrscht. Und das setzt der Heiratspolitik die Krone auf. Leopold vermählt Victoria mit seinem Coburger Neffen Albert. Leopold von Belgien, der König, der hat den Braten gerochen. Und siehe da, es funkte sofort. Das war ein coup de foudre zwischen Victoria und Albert. Coup de foudre. Liebe auf den ersten Blick.
Mit der Heirat im Februar 1840 wird das Haus Hannover nach über einem Jahrhundert auf dem britischen Thron abgelöst. Vom Geschlecht Sachsen, Coburg und Gotha. Und Coburg, dieser kleine Pumpernickelstaat, wie der englische Dichter Thackeray solche kleinen Fürsten nannte, vermählt sich mit der größten Monarchie seiner Zeit. Und das ist sozusagen ein Flugzeugträger, von dem man dann in die Berühmtheit starten kann. Bis heute fasziniert die Liebesgeschichte zwischen der mächtigsten Frau der Welt und ihrem galanten Prinzgemahl. Auch auf der Leinwand. Jenny Hugo, Romy Schneider, Emily Blunt. Sie alle spielten die Rolle der leidenschaftlichen Herrscherin. Bitte haltet still. Nasen sind für mich eine Herausforderung. Aber die Gärten des Buckingham-Palastes sind doch... Ihr bewegt euch. Oh. Und jetzt lächelt ihr. Victoria ist legendär. Eine ganze Epoche ist nach ihr benannt. Unmöglich. Ihr seid doch schlimmer als er. Im viktorianischen Zeitalter beherrscht England die halbe Welt. Und die Herrscherin fühlt sich gut beraten von Albert, ihrem Coburger Prinzgemahl. Er hat ja die Königin, diese sehr wilde, aufmüpfige und zu Wutanfällen neigende Victoria, moderiert geradezu und gezähmt in Richtung der konstitutionellen Monarchie. Sie war ja vorher im Anfang viel eigenständiger und wollte spielen mit den Parteien, hat auch manche Skandale erlebt und hat gesagt, nichts da. Du bist die Monarchin, die über den Parteien steht. Die Macht ist im Parlament. Und das ist, glaube ich, wenn man mal die Monarchiegeschichte Englands betrachtet, seine absolut größte Leistung. Er hat die Moderne eingeführt. Albert setzt auch eigene Akzente, gründet Arbeitersiedlungen in Battersea, reformiert die Universität von Cambridge, holt die erste Weltausstellung nach London. Etliche Monumente erinnern an den Prinzgemahl und tragen seinen Namen. Die Vorgänger von Victoria hatten ja alle ein liederliches Leben geführt. Und dann kommt dieser strenge, fortschrittsgläubige Deutsche da ins Haus. Und auf den haben sie eigentlich herabgeguckt. Aber sie haben sich bald eines Besseren belehren lassen. Albert und Victoria gelten als Glücksfall für die Krone. Ihre 9 Kinder, 40 Enkel, 88 Urenkel, 165 Ururenkel und circa 310 Ururenkel sichern den Fortbestand der Dynastien. In ganz Europa regieren Nachfahren von Victoria und Albert. So sind Familienfeste auch heute noch royale Gipfeltreffen. Mit Ausnahme der niederländischen Königsfamilie und der Monegassen lassen sich die Stammbäume aller Königsfamilien Europas nach Coburg zurückverfolgen. Wir sind so etwas wie ein Verein oder ein Club oder sowas in der Art. Es gibt eben diese Verbindung zwischen uns allen, deshalb stehen wir uns nah und sehen uns ja auch regelmäßig. Mal davon abgesehen, dass die Stadt wirklich ganz bezaubernd ist, gibt es viele gute Gründe, nach Coburg zu kommen. Als Ehrenbürger, als Taufpate oder als Hochzeitsgast zum Beispiel. Wenn in Coburg gefeiert wird, ist der Hochadel aus halb Europa auf den Beinen. Wie im Sommer 2009, als sich Prinz Hubertus und seine Kelly das Jawort geben. Das ist natürlich ganz interessant zu sehen, dass alle Familienmitglieder am Ende des Tages sagen, wir haben ja einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt. Und was mich immer wieder überrascht, ist auch in vielen Häusern einfach dieses Geschichtsbewusstsein, das dort heute noch vorherrscht. Und dass es vielen auch gar nicht so unwichtig ist, wo sie eben herkommen. Aus Coburg eben. In Coburg wird man überall an die englische Königsfamilie erinnert, aber nicht an die belgische. Das ist unfair. Nicht Queen Victoria ist die Großmutter Europas, sondern Leopold I. ist der Großonkel Europas. Er hat das Familiennetzwerk gesponnen.
Während Leopold I. als fortschrittlicher König gilt, genießt sein Sohn, Leopold II., einen sehr zweifelhaften Ruf. Leopold II. Träumte von einem stärkeren, reicheren, schöneren Belgien. Und er hatte eine Vision, das zu erreichen. Er wollte Belgien durch Kolonien vergrößern. Und so kam es, dass er sich für das Gebiet interessierte, das heute der Kongo ist. Er bezahlte diese Kolonie aus eigener Tasche. Das Parlament ist dagegen. Leopold ist das egal. Er kauft das Land 1874 und macht es zu seinem Privatbesitz. Es ist die Zeit des Kautschuk-Booms. Um maximale Quoten zu erzielen, gehen Leopolds Söldner brutal gegen die Bevölkerung vor. Männer, Frauen und Kinder werden gequält, verstümmelt, ermordet. Die belgische Gewaltherrschaft unter Leopold II. Kostet Millionen Menschen das Leben. Die Kongo-Gräuel. Leopold II. Hat verlangt, dass diese Gräueltaten aufhören. Aber gleichzeitig fügte er hinzu, die Rentabilität darf nicht darunter leiden. Es darf nicht weniger Kautschuk produziert werden. Der Kongo soll Gewinne abwerfen. Und damit trägt er persönlich auch eine Verantwortung für die Gräueltaten. Er herrschte ja dort als absoluter Monarch. Allmählich wird das dunkelste Kapitel der belgischen Geschichte aufgearbeitet. Lange hat man Leopold II. Vor allem als großen Baumeister bewundert. Mit den Gewinnen aus seiner Privatkolonie ließ er prachtvolle Bauwerke errichten. Sie haben den Blick auf die Schattenseiten seiner Regentschaft verstellt. Wie die königlichen Gewächshäuser in Laeken. Heute Ausdruck einer zweifelhaften kolonialen Vergangenheit. Im angrenzenden Schloss leben König Philipp und Königin Mathilde mit ihren vier Kindern. Die kleine Eleonore, die Prinzen Gabriel und Emmanuel. Und die Thronfolgerin Elisabeth. Sie wird eines Tages die erste Königin der Belgier sein. Um die Erziehung der Königskinder kümmern sich die Eltern gleichermaßen. Sie regieren als Paar. Sie teilen sich die Aufgaben. Er übernimmt die wirtschaftlichen und politischen Themen, die Königin die kulturellen und sozialen. Sie hat viel dafür getan, das Image der belgischen Monarchie aufzupolieren. Und sie hat ihm auch einen Hauch von Glamour verliehen. Eine Aristokratin aus altem belgischem Adel. Der gekonnte Auftritt auf internationalem Parkett. Für Mathilde ein Selbstläufer. Einst Lokopädin mit eigener Praxis und studierte Psychologin mit Prädikatsexamen. Heute Landesmutter und vierfache Mutter. Schon jetzt bereiten die Eltern die Kronprinzessin auf ihre Rolle vor. Elisabeth lernt alle Landessprachen. Das kommt gut an, auch bei den auf Eigenständigkeit bedachten Flamen. Der König und die Königin führen die Prinzessin klug an die Macht heran, weil Belgien sehr kompliziert ist. Es ist ein Land, in dem mehrere Sprachen gesprochen werden, in dem es verschiedene Gemeinschaften gibt. Der Platz der Monarchie ist dabei ebenso wichtig wie kompliziert. Wie einst die Belgier entscheiden sich im 19. Jahrhundert auch die Bulgaren für die Monarchie als Staatsform. Nach 500 Jahren osmanischer Fremdherrschaft. Auch hier soll es ein Monarch aus einem europäischen Fürstenhaus richten. Die Wahl fällt auf den Coburger Ferdinand. Er soll den Balkanstaat in die Neuzeit führen. Bulgarien war ja sozusagen gerade erst aus dem Mittelalter herausgekommen. Und es brauchte Verkehrsinfrastrukturen, es brauchte auch ein selbstbewusstes Bürgertum, das bereit war, die Belange des Staates mitzugestalten. Es musste ein Verhältnis finden, zunächst einmal zu seinen Nachbarn und dann natürlich zu den anderen europäischen Großmächten. Also eine äußerst komplizierte Situation, in der sich dieser Lebemann und vermeintliche Weichling dann doch als ein harter und durchsetzungsfähiger Politiker herausgestellt hat. Eine Überraschung für alle, vielleicht auch für ihn selbst. Der damals 26-Jährige neigt zur Pose und zum Pompösen.
Well, we called him the Monarch. Der Monarch, so that says a lot. Für uns war er der Monarch. Damit war alles gesagt. Und er war ja tatsächlich eine imponierende Persönlichkeit. Es war eine Herausforderung für ihn und das hat seinen Ehrgeiz geweckt. Ihm die Kraft gegeben für diesen energischen Versuch, Bulgarien wieder anzuschließen an Europa. Vom Einfluss der übermächtigen türkischen Nachbarn will sich das bulgarische Volk befreien. Ferdinand stellt sich an die Spitze der nationalen Bewegung und führt die Bulgaren friedlich zum Ziel. Am 5. Oktober 1908 proklamiert er die Unabhängigkeit Bulgariens und sich selbst zum Zar. Damit stand er natürlich auch einer großen Gefahr gegenüber, denn Bulgarien liegt auf einer Bruchlinie auf dem Balkan, wo politische Gegensätze sehr heftig aufeinander stießen in dieser Zeit. Ferdinand will die Landesteile wieder vereinen, wie sie vor der osmanischen Fremdherrschaft zusammengehörten, und verlorene Gebiete zurückgewinnen. Seine Chance sieht er im Ersten Weltkrieg, in einem Bündnis mit dem Deutschen Reich. Der Erste Weltkrieg wird zum Bruderkrieg. An allen Fronten stehen sich Coburger gegenüber. In Großbritannien ist George V. an der Macht, ein Enkel von Victoria und Albert. Lange hält er an seinen deutschen Wurzeln fest. Doch als in Gotha gebaute Flugzeuge Bomben über London abwerfen, sind auch die familiären Bande ein für alle Mal pulverisiert. George ändert den Familiennamen Saxe-Coburg-Gotha in den Kunstnamen Windsor. Der Erste Weltkrieg trifft das neutrale Belgien besonders hart. Das Land wird von den Deutschen besetzt. Einige der blutigsten Schlachten toben auf belgischem Boden. König Albert I. tut es seinem britischen Vetter gleich. Er legt den Namen Sachsen-Coburg ab. Das Coburger Prinzip sozusagen, die Durchtränkung mit Coburger Nachfahren, war für ihre Zeit sehr gut und nützlich. Aber die Verfallszeit wurde brutal bekannt gemacht, als der Erste Weltkrieg ausbrach, dessen Kräfte alles beiseite geschoben hatte, was Familienbeziehungen aufrechterhalten hat. Der Coburger Ferdinand hat aufs falsche Pferd gesetzt. Als Verbündeter der Deutschen sieht sich Bulgarien zur Kapitulation gezwungen. Nach dieser Niederlage dankt Ferdinand ab. Er zieht sich zurück nach Coburg, die Wiege der Dynastie. Nach dem Ersten Weltkrieg ist im Deutschen Reich nichts mehr, wie es einmal war. Die Monarchie ist abgeschafft und mit ihr die Landesherrschaft der Fürsten und alle Vorrechte des Adels. Die herzogliche Familie, Bürger wie alle? Eine unerträgliche Schmach, vor allem für den Chef des Hauses, Herzog Karl Eduard. Geboren als Prinz von Großbritannien und Irland, ein Enkel von Victoria und Albert. Geschickt als 15-Jähriger in die deutschen Stammlande, um den vakanten Thron der Coburger Herzöge zu besteigen. Getrieben vom Ehrgeiz, bedingungslos deutsch zu sein, sagt er sich im Ersten Weltkrieg von der britischen Familie los. 1922 findet der Deutsche Tag in Coburg statt, eine Großkundgebung der vaterländischen Verbände. Erstmals dabei die Nationalsozialisten. Hier lernt Karl Eduard Adolf Hitler kennen. Er schätzt ihn. Der Nationalsozialismus ist für ihn der Gegenpol zu Sozialismus und Kommunismus. Coburg wird zur Nazi-Hochburg. Als Karl Eduards Tochter Sibylla dort im Oktober 1932 den schwedischen Thronerben Gustav Adolf heiratet, erhalten die Nazis eine exklusive Bühne. Ein royales Event der Extraklasse unter Schirmherrschaft von Hitlers SA. Zum Schutz des Adels vor linken Kräften, wie es heißt. Hitler war eine Woche vorher in Coburg, ist nicht geblieben zu der Hochzeit. Ich denke, dass diese Präsenz 1932, eben bevor er an der Macht war, dass er selber Bedenken hatte, sich mit diesen ganzen Adligen zu zeigen, weil das natürlich auch für seine Wählerschaft etwas Irritierendes gewesen wäre. Ja. Die SA-Präsenz irritiert die Hochzeitsgesellschaft offenbar nicht. Im Dankesschreiben heißt es, man habe sich sehr wohl gefühlt und sicher. Der Gastgeber ist zufrieden.
Bei ihm sind Hitlers Helfer hoffähig. Also es gibt immer wieder Bekundungen der Treue und Gefolgschaft. 1932 gibt es zum Beispiel ein Telegramm, dass er sich jetzt vorbehaltslos hinter die Bewegung und seinen Führer stellt. Und er tritt dann relativ spät, 1933, erst in die NSDAP ein, wird aber dann ja zu einem, wie ich denke, doch wichtigsten der sogenannten adligen Diplomaten im Dritten Reich. Ein gebürtiger Brite als Hitlers Gesandter. In dieser Funktion reist Karl Eduard auch zur Trauerfeier von König George V. nach England. Dort treffen sich im Januar 1936 gekrönte Häupter und Staatschefs aus aller Welt. Im Trauerzug Karl Eduard, der auch Neffe des Verstorbenen ist. In Wehrmachtsuniform mit Stahlhelm bekennt er sich zu Hitler-Deutschland. Seine Funktion war es ja, die Engländer von der Friedensgeneigtheit des Deutschen Reiches Adolf Hitlers zu überzeugen. Also er war ein Diener des Dritten Reiches und hat die Propaganda der Nationalsozialisten in Großbritannien betrieben. So viel Treue wird belohnt. Die Nazis ernennen ihn zum Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes, verantwortlich für Gesundheitsvorsorge, auch in den Konzentrationslagern. Sie müssen sich das so vorstellen, dass nahezu alle Präsidenten dieser nationalen ausländischen Rotkreuzgesellschaften verwandt waren mit Karl Eduard. Und hier setzte eben eine Diplomatie der Beschwichtigung, des Abwehrs ein, auch dass man sagte, die Zustände sind unter Kontrolle, es braucht keine auswärtige Besichtigung. Auch er selbst hat nie ein KZ besucht, die Verbrechen aber leugnet er. Es wird in einer Weltöffentlichkeit eine Lüge verbreitet, immer wieder auch von jemandem, der sich darauf beruft, über den Dingen zu stehen, ja doch auch zu den Alteliten zu gehören, Enkel der Queen Victoria, für Wahrhaftigkeit zu stehen und dadurch auch so eine gewisse Credibility, also so eine gewisse Glaubhaftigkeit schafft. Zur Rechenschaft gezogen wird er kaum. Nach dem Entnazifizierungsverfahren gilt er als minder belastet und wird zu einer Sühne von 5.000 Mark verurteilt. Die britische Verwandtschaft geht auf Distanz bis heute. Letztendlich ist das Verhältnis zwischen unserem deutschen Hause und den Engländern maßgeblich zerrüttet worden. Ich glaube, dort wurde wirklich von der englischen Seite aus gesagt, mit den deutschen Verwandten, in dem Fall wollen wir in dem Maße nichts mehr zu tun haben. Die Coburger und die NS-Zeit. Auch in Bulgarien entscheidet sich ihr Schicksal mit dem Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Seit 1918 herrscht hier Ferdinands Sohn Boris III. Seit 1934 mit absoluter Macht. Goldene Jahre. Auch dank guter Handelsbeziehungen zu Deutschland. Politisch jedoch wollte mein Vater nicht als Deutsch gelten, gerade weil die Dynastie ursprünglich deutsch ist. Deshalb versuchte er, möglichst lange neutral zu bleiben. Für ein kleines Land in einem globalen Konflikt ist Neutralität natürlich sehr heikel. Und der Druck und die Drohungen nahmen so zu, dass er am Ende nachgeben musste. Im Frühjahr 1941 willigt er in ein Bündnis mit Hitler-Deutschland ein. Doch sein Gehorsam kennt Grenzen. Er hat standhaft Hitler widersprochen, dass Bulgarien der Sowjetunion den Krieg erklären müsse. Und zum anderen weigerte er sich auch den Nazis gegenüber, nicht zuletzt auch Hitler selbst, die bulgarischen Juden auszuliefern. Dieser Zar war gewissermaßen ein Held. Nur, es hat ja mit ihm ein tragisches Ende genommen. Kurz nach der Rückkehr von einem Treffen mit Adolf Hitler stirbt Boris unter ungeklärten Umständen. Im Polizeibericht heißt es vage, es könne sich um eine Vergiftung gehandelt haben. Beweise finden sich nicht. Das Land trauert um seinen Helden. Er hinterlässt mitten im Krieg seine Frau und zwei Kinder. My sister, who was older. Meine ältere Schwester weinte und da wusste ich, dass etwas Schreckliches geschehen war. Was mich aber schockierte, dass die Leute anfingen, mich anzusprechen wie vorher meinen Vater.
Da habe ich begriffen, jetzt bin ich an der Reihe. It was my turn. Mit 6 Jahren folgt der kleine Simeon seinem Vater auf den Thron. Ein sogenannter Regentschaftsrat unter der Führung seines Onkels soll die Staatsgeschäfte bis zu Simeons Volljährigkeit führen. Doch dazu kommt es nicht. 1944 marschieren die Russen in Bulgarien ein und übernehmen die Macht. Simeons Onkel und die anderen Mitglieder des Regentschaftsrats werden hingerichtet. Der Kindkönig bleibt verschont. 1946 bietet sich die Gelegenheit zur Flucht. Simeons Mutter bringt die Kinder außer Landes, zunächst nach Ägypten, später nach Spanien. 50 Jahre steht Bulgarien unter kommunistischer Herrschaft. Bis 1989 der eiserne Vorhang fällt. Wir haben die Nachrichten gesehen in Madrid. Meine Kinder waren auch da. Wir haben zusammen diese unfassbaren Szenen gesehen und die Kinder merkten auf einmal, dass ich weinte und fragten, Papa, warum weinst du? Und ich habe gesagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für uns bedeutet. Denn das lag wirklich jenseits aller Vorstellungskraft und jeden Glaubens. Jesus! 50 Jahre nach der Flucht kehrt Simeon zurück in sein einstiges Königreich. Der Empfang, den die Menschen ihm bereiten, ist überwältigend. Dem Land droht der Kollaps. Sie sehen in ihm einen Hoffnungsträger. 50 Jahre sind lang. So vieles hatte sich verändert, die Umstände, wohin man auch sah. Und es ging weiter, Schritt für Schritt, sodass mir klar wurde, ich muss etwas tun. Sie pusht mich, to act. 2010 geschieht etwas Einmaliges in der Geschichte. Der ehemalige König von Bulgarien tritt als Bürger Simeon Sachs-Kobogotsky bei den Parlamentswahlen an. Er hat eine eigene Partei gegründet und gewinnt. Der Junge, der einst König war, herrscht nun als demokratisch gewählter Regierungschef. Die wirtschaftliche und politische Bilanz der Regierung Sachs-Kobogotsky sei durchaus bemerkenswert, finden ausländische Beobachter. Simeon führt das Land in die NATO und in die EU. Doch davon spüren die Bulgaren wenig, ihre Lebensverhältnisse bessern sich kaum, die Quittung folgt. Nach einer Legislaturperiode ist Schluss mit Regieren für den einstigen König. Ja, Sie haben bei Simeon Sachs-Kobogotsky einen Coburger, der eine europäische Kultur besitzt, gleichzeitig aber auch ein Verantwortungsgefühl gegenüber der Nation und zum anderen eben auch ein politisches Urteilsvermögen aufgrund seines Wissens, seiner Kenntnis der Gegebenheiten in Bulgarien und in anderen Ländern, die ihn zu dem Schluss führen, dass der Balkan und auch Bulgarien eben nur mit Europa eine Zukunft haben kann. In der Geschichte der Coburger spiegelt sich das Schicksal Europas. Die großen Krisen und Konflikte auf dem Kontinent hat die Familie nicht verhindern können. Sie wurde Teil davon. Umso mehr ist dem belgischen König der Zusammenhalt Europas heute wichtig. Seit den Attentaten von 2016 ganz besonders. Die Attentate, die uns so hart getroffen haben, hinterlassen bei uns ein Gefühl der Unsicherheit. Die Krisen an den Grenzen Europas und ihre Auswirkungen auf unsere Länder haben ein Klima der Instabilität und Ungewissheit geschaffen. Dazu kommt die Unruhe innerhalb der Europäischen Union infolge des Brexit. Alle diese Ereignisse offenbaren auch Brüche innerhalb unserer Gesellschaft. Unsere Union ist jetzt notwendiger denn je. Auch hier brauchen wir Mut, um sie zu verteidigen und weiter zu verbessern. Mesdames et messieurs,
Meine Damen und Herren, erkennen wir unsere Stärken, bündeln wir unsere Kräfte in Belgien und in Europa, haben wir Vertrauen in die Zukunft. Ayons confiance en l'avenir. L'union fait la force. Einheit macht stark. Lautet der Wappenspruch des belgischen Königshauses seit 1831, als der Coburger Prinz Leopold zum ersten König der Belgier ernannt wurde. In Laeken, wo Leopold I. begraben liegt, gedenkt die königliche Familie jedes Jahr der Verstorbenen der Dynastie und ihres Stammvaters. Leopold war ein großer König mit gewaltigem Einfluss. Unser heutiger König orientiert sich sehr an ihm. Leopold war der europäische Diplomat, der sein Land und den Kontinent am besten kannte. Und wenn ich sein Land sage, meine ich eigentlich seine Länder, denn Leopold hat Belgien zusammengehalten. Hätten wir ihn 1831 nicht zum König gemacht, wäre Belgien vermutlich zerfallen. Am 21. Juli 2013 trat König Philipp I. sein Amt an. Auf den Tag genau 182 Jahre, nachdem sein berühmter Vorfahr zum ersten König der Belgier vereidigt wurde. Am Ende des 19. Jahrhunderts herrschten Coburger auf dem halben Kontinent. In Brüssel und Sofia begründeten sie neue Monarchien. In England und Portugal heirateten sie in die Königshäuser ein und festigten ihre Throne. Schon von Haus aus kommen die Coburger an Europa nicht vorbei. Glauben Sie, das ist genetisch? Ich weiß nicht. Vielleicht lässt sich das ja irgendwann nachweisen. Nein, wirklich, das ist sicher Zufall. Aber kurz und gut heißt das doch nur, wir haben uns bemüht, unseren Beitrag zu leisten zum europäischen Projekt. Auch früher schon. Auch in Belgien wächst die Kritik am Projekt Europa. Es ist gerade sehr in Mode, an Europa alles falsch zu finden. Aber keines der europäischen Länder, nicht einmal Deutschland als Lokomotive der EU, könnte für sich allein bestehen. Die einzige Chance für uns Europäer, etwas auszurichten, etwas zu erreichen und kulturell eine relevante Einheit zu sein, besteht in unserem Zusammenhalt. Am Ende steht, was das Haus Coburg über Jahrhunderte gelernt hat: Einheit macht stark.